Parker Brothers Present. Q-Bert, Level 1, legendäres Spiel, was ich nie gezockt habe. Q-Bert hat da sogar eine kleine Anmerkung, ein kleines Attribut, wie soll man sagen, nee, Tribut gekriegt bei dem Film Ralf Reichts. Alter! Okay, ich muss mir erstmal die Steuerung reinfunzen. Level 1, sie sind einmal gestorben. Okay, ich weiß, dass ich hüpfen kann, das ist sehr gut, Q-Bert. Es ist wirklich ein guter Titel, ne? Muss ich nur erstmal raffen, was hier geht von der Steuerung her. Okay, okay. Ich weiß jetzt, wie ich das Pad halten muss. Fuck. Der flucht dann immer gerne rum. Das ist nämlich besonders, wie man das Pad halten muss. Okay. Jetzt habe ich es gerafft. Wenn man das Pad hier leicht schräg lässt, oder hält, es ist ja eigentlich, nicht für, Pad gedacht, sondern für Joystick. Also muss ich jetzt ein kleines bisschen... Nein! Umdenken! Aber ich weiß schon, was es im Spiel geht. Sehr gut, ihr seht das also. Ich muss versuchen, alle Blöcke in die richtige Farbe zu kriegen, damit ich hier irgendwas reifen kann in dem Spiel. Und das komme ich jetzt eigentlich ganz gut hin. Wenn die Todesbälle nicht da wären. Okay. Nein! Da komme ich doch gerade erst hin! Verdammt! Game Over Play 1. Ist kein sehr spektakuläres Spiel. Aber wir probieren es trotzdem mal ein bisschen weiterzumachen. Ist ja schon ein großer Klassiker. Einen großen Klassiker muss man immerhin ein bisschen, sag ich mal, würdigen. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Review. Alter! Hört auf, mich zu mobben! Ey! Einmal, die Stresskurve ist hoch bei dem Spiel. Man fühlt sich richtig gejagt, weil man kann nicht so schnell reagieren. Man hat die Steuerung einfach nicht so schnell drauf. Das ist wirklich so. Okay, das war Level 1. Wir haben voll versagt. Change to, ja, das habe ich doch gesehen. Wir machen aber nochmal eine Runde. Ich versuche das Pad immer noch schräg zu halten. Also kurz gesagt, wenn ich jetzt nach rechts... Ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen für euch. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, springe ich dann nach unten. Drücke ich nach unten, springe ich auch nach links. Also es ist... Nein, ich wollte noch rechtzeitig ausweichen. Grimmelfuck. Er sagt bestimmt, das ist sowas in der Art. Ach Mann. Ja, wir haben es kapiert, Q-Bert. Du bist der Coolste und ich krieg's nicht hin. Was ist denn Q-Bert eigentlich für ein Vieh? Er sieht aus ein bisschen... Nein, Mann, ich wollte zurück den anderen Block auch noch machen. Das ist unfair, man kann einfach nicht damit rechnen, wann die Gegner kommen. Okay, nochmal. Komm, Q-Bert. Alles, was du machen musst, ist ein bisschen cool sein. Das kriegst du doch hin. Oh, dieser rote Ball des Todes. Jetzt wollen sie mich in die Mangel nehmen. Alter, Torbord, ihr Kratz... Warum kriege ich denn bei so einem Spiel Wutanfälle? Es ist doch nicht normal. Ich glaube, so einen Fluch habe ich noch nie abgelassen. Krubido Kompawatz. Ich weiß nicht mehr, was das heißen soll. Hau ab! Okay. Wenn man wenigstens erkennen würde, welche Taktik die Gegner hier haben oder welches Bewegungsmuster. Okay. Ich glaube, ich habe das Bewegungsmuster erfasst. Ja, okay. Die wechseln es einfach mal. Die wechseln einfach mal von hoch nach unten. Ja, Q-Bert, ich hasse dich. Ich hasse dich jetzt schon. Nein, ist ein Klassiker. Auch Klassiker können altern. Nein. Aber er springt auch ein bisschen langsamer als erwartet. Oh Gott sei Dank, wir haben das erste Level geschafft. Ich hätte am liebsten nochmal von vorne angefangen. Damit ich gesagt hätte, guck mal, wie leicht und locker ich das machen kann, wenn ich ein bisschen Übung habe. Aber das ist... Alter, das ist doch mega unfair. Ich wollte gerade loslegen. Was ist denn das? Wenn man stehen bleibt, stirbt man. Wenn man sich bewegt, stirbt man. Und ich werde wieder zu Level 1 zurückgeworfen. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Und ich springe wieder in den Tod. Ich Vollidiot. Du beknackte Drecksteuerung. Game over, Player 2. Ach so, man wechselt immer. Ich spiele quasi beide Spieler gleichzeitig. Ja, sehr spannend. Ich will bitte nur ein One-Player-Game. Danke sehr. Ich habe jetzt mal auf One-Player gedrückt. Ich habe einfach mal ein Spieler gedrückt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe mich jetzt schon gewundert, warum das immer unvollständig war, die ganze Sache. Und dann ein bisschen angekratzt. Okay. Wir machen das jetzt. Wir lassen uns von den Vieh da nicht aus der Ruhe bringen. Hüpfen wieder hoch. Ah, man wird schneller. Es ist so mega unfair. Ich dachte, er landet jetzt auf der oberen Hauptplattform. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja trotzdem was hingekriegt. Jetzt müssten wir hier weiter starten. Okay. Es ist nicht so schlimm. Wir kriegen langsam Übung rein. Bei dem Spiel macht es wahrscheinlich... Alter! Wirklich? Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Warum verfolge ich denn das Vieh? Bei dem Spiel macht es wahrscheinlich wirklich Sinn, zwei Spielermodus zu starten, um ein bisschen mehr Übung reinzukriegen. Es ist mega fummelig. Aber jetzt geht's recht gut. Okay. Aber es ist mega gewöhnungsbedürftig, sich da reinzufinden. Leute, das könnt ihr mir wirklich glauben. Es macht aber Spaß. Es ist noch eine gewisse frustrierende Art. Mega motivierend, dass man dauernd verfolgt und fast umgebracht wird. Spiel ist jetzt schon schwerer als Dark Souls.
Ah, hört doch mal auf mit der Scheiße. Und jetzt, wohin? Das ist doch zu kotzen. Diese dumme Schlange. War's das jetzt schon wieder für mich? Ist ja nur ein Retro-Häppchen. Das heißt, wir starten nur ganz kurz herein, schauen uns das Spiel an und machen mit dem nächsten weiter. Das ist der Vorteil. Ich will ein Player-Spiel. Verdammte Scheiße. Okay, nochmal. Ich kann aber auch verstehen, dass das damals im Automaten unglaublich gesuchtet hat und die Leute bestimmt massig ihre Kohle reingelassen haben. So, jetzt gleich springen. Wir wissen ja immer, man wird von irgendwas dumm wird man immer verfolgt, was auch gleichzeitig noch eine Schlange ist, was auch nach oben hüpfen kann. Okay, werden wir von der Schlange eigentlich aktiv verfolgt? Was? Wir werden von der Schlange aktiv verfolgt. Sehr gut, da kommt Freude auf. Wenn es nicht nur schwer genug wäre, irgendwelche Random-Objekte auszuweichen, die man nicht berechnen kann. Das konnte man sogar berechnen. Ich wusste, wo er hingeht und habe mich trotzdem dumm eingestellt. Ach, Cupid. Wenn man nicht genau wüsste, dass der nur einen Schnabel vorne dran hat, könnte man aus manchen Perspektiven denken, er ist ein einarmiger Rechtsradikaler. Ja, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Okay, wir haben kein Leben mehr. Es läuft unglaublich gut. Oh, es war so unglaublich knapp. Okay. Wie fällt der rote Ball? Man kann es nicht wirklich voraussagen. Wir haben jetzt von der Spinne gejagt. Ernsthaft? Wie hätte ich das denn machen sollen? Ich war zwischen den beiden Objekten. Zwischen Schlange und roten Todesball. Wie zur Hölle? Ja, Player 1, komm, noch eine Runde. Es ist motivierend. Es motiviert wie Sau. Und es ist frustrierend. Es ist frustrierend wie Sau. Ich bin so froh, dass es nur ein Retro-Häppchen ist, dass ich jetzt nicht stundenlang spielen werde. Aber 10 Minuten muss ich mindestens eine Viertelstunde vollkriegen. Alte Let's Player-Regel, mach eine Viertelstunde Content, dann sind die Leute auch zufrieden. Auch wenn sie gerade nur sehen, wie du, nein, abkackst. Okay, und jetzt? Es ist so mega unfair. Ich hasse. Das ist so unfair. Die jagen einen richtig. Das ist nicht mal lustig. Die bringen einen richtig durch so ein Jagd. Ich bringe euch alle um, sagen sie sich. Und umso höher man kommt, umso gefährlicher. Nein, ich wollte von dem lila Ball doch nur weg. Nein, ist das scheiße. Und vor allem, es ist ja nicht immer eine Pyramide im Spiel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich irgendwann mal die Umgebung, Game Over Player 1, ihr könnt mich alle mal, die Umgebung sich transformiert. Ich hasse dich, Spiel, ich hasse Q-Bird. Nee, eigentlich ist es geil, stell mich nur doof an. So, mittlerweile muss ich das Pad noch nicht mal schräg halten. Ich habe die Steuer jetzt mittlerweile schon richtig gut drauf. Das ist so scheiße. Ja, what the fuck, was ist denn da gewesen? So, jetzt bitte verfolg mich nicht mehr. Alter. Auf jeden Fall gehen die roten Bälle nur nach unten. Das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zum lilanen Bastard. Lilaner, dreckiger Bastard. Ist ja unglaublich. Das ist wie der gelbe Bastard aus Sin City. Und wir haben noch ein einziges Leben. Und das werden wir jetzt nutzen, um hier eventuell cool zu sein. Okay, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Wir kriegen es hin. Oh. Okay. Kriegen wir irgendwann mal Level 2 geknackt? Ich glaube nicht dran. Ich glaube ganz wirklich nicht dran. Ich glaube, wir werden auf jämmerlichste Art und Weise ja verrecken. Wir werden es jetzt auch noch ein lilaner Todesball. Okay, ne, der Rote will da lang. Vielleicht muss man... Nein, das ist so unfair. Ich würde gerade sagen, ab und zu muss man vielleicht abwarten, die Gegner beobachten, dann kriegt man vielleicht eine Taktik raus. Nein, nein, man wird umgebracht, verdammte Scheiße. Okay. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das früher sehr, sehr gerne gezockt hat, aber mittlerweile so ein kleiner Geduldstest. Wir testen es nochmal aus. Geduldstests sind genau unsere Stärke. Ich hätte doch gern mehr Leben. Was denn jetzt? Level 1. Ja, gut. Ich dachte, Ladezeiten sind ein bisschen länger, ne? Und ich springe gleich drauf los. Ich springe gleich. Ich lasse mir ja gar nichts bieten. Ich warte nicht, bis wieder irgendwelche Todesbälle versuchen, mich zu killen. Okay. Es ist so zu kotzen. Wenn man beim Weiterspringen ist, man kann dagegen nichts tun. Man weiß nur, dass die Gegner aus dem oberen Bereich gerne kommen. Und jetzt habe ich zwei Spielerspiele eingestellt. Ernsthaft? Ich glaube, ich habe zwei Spielerspiele eingestellt. Naja, so werde ich wenigstens besser. Genau. Dass die Gegner gerne aus dem oberen Bereich spawnen und dann quasi die Jagd beginnen. Okay. Kommt die eigentlich nicht random? Kommt die vorgesehen? Das kommt mir gerade so vor, als... Oh, das ist ja hier Level Play vom Feinsten. Verarsch mich nicht. Das ist so unfair. Wie konnte... Das ist... Man wird eingesperrt. Es ist ziemlich hart. Man darf nicht stehen bleiben. Muss immer springen. Okay, erstmal die obere Reihe abgrasen. So, und oben spawnen die Gegner. Okay. Es ist nicht zufällig, die spawnen im oberen Bereich. Ach,
Das heißt, man muss oben das zuerst machen. Ist vielleicht meine neue Taktik. Ist egal, ich bin ja gleich in Level 2. Hoffe ich jedenfalls, dass ich jetzt nicht verkacken werde. Nee, ihr kriegt mich diesmal nicht. Ihr kriegt mich niemals! Lebend! Oh, mit einem Leben Level 2 gekommen. Okay, das ist gar nicht mal so übel. Kriegen wir vielleicht noch ein Bonusleben? Nein, okay. Erstmal den oberen Bereich abfrühstücken. Das Beste, was man machen kann. Und das Gefährlichste. Aber ihr seht, das funktioniert ziemlich gut, bevor man dann von einer scheiß Schlange gejagt wird, die einen das Leben aushauchen möchte. Okay. Wir haben unsere Taktik, wir sind richtig gut dabei. Wir werden sowas von... Was soll ich jetzt tun? Was? Ah! Was ist denn das? Das ist ja ein völlig neues Gameplay-Element. Ich bin jetzt nur aus Verzweiflung in den Tod gehüpft. Aber, dass hier einfach alles getötet wird, wenn man diesen kleinen Stein einsetzt... Okay, Leute. Schneller, schneller. Das konnte ich nicht mehr. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, es gibt eine Notfallplattform. Wenn man unten langkommt und eingesperrt wird, kann man das nutzen. Das ist ja super fucking amazing. Entschuldigung, die leicht rüde Wortwahl. Ich bin halt auch ein Rüde. Sehr witzig, ich weiß. Kein Applaus, bitte. Oh Gott, war schlecht. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für den schlechten Witz und den Anschlusswitz. Okay, das heißt, wir haben jetzt folgende Taktik. Wir löschen jetzt einfach die alle aus. Die kenn ich mal. Okay, es tötet die Gegner nicht wirklich, aber es holt mich quasi auf... Okay, wir machen es nochmal. Ich hole mich nochmal zurück. Und die Schlange fällt dann runter. Ah, ich verstehe, okay. Okay, ich weiß nicht, ob die Taktik hier so clever ist, die ich tue. Die ich denke zu tun. Okay, es sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Problem ist nur, ich habe mir jegliche Fluchtmethoden... Jetzt. Ich verarsche die Schlange. Nein, sie hat mich verarscht. Sie hat definitiv mich verarscht. Aber es war Level 2 und wir haben es fast geschafft. Ich bin sowas von motiviert, da wir ein neues Gameplay-Element haben. Game Over Player 1. Ja, Player 2 darf aber nochmal und ist damit fast im nächsten Level, weil er es einfach drauf hat. Babumba. Level 3, nicht Player 3. Ja, ja, jetzt macht doch langsam viel mehr Fun. Und die Notfallplattformen sind an anderen... Was bist du denn jetzt? Was zur Hölle seid ihr denn? Ey, das Ding, das ist ja schlimmer als die Geister bei Pac-Man. Geht alle sterben. Schnell wieder hoch. Die Plattform betreten. Ja, die wurde sogar aktiviert. Nein, 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 nein. Lasst mich doch in Ruhe. Bitte, lasst mich einfach in Ruhe. Oh, ist das stressig. Es kommt von allen Seiten was geflogen. Okay, alles ist tot. Nein, ich auch! Ich Idiot, was springe ich denn in die Richtung? Ich wollte doch... Nein, Game Over Player zu. Player 2 meine ich. Wir machen trotzdem noch mal eine Runde. Ich bin gerade mega motiviert. Ich mache aber einen Player, muss... man muss ja auch mal vorankommen, ja? Okay, Hubert ist voll drauf. Ich bin auch voll drauf, voller Wut vielleicht, aber... Ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt die oberste Plattform nicht immer gleich aktivieren muss. Okay. Spinne verarscht. Schlange meine ich natürlich. Okay, ich muss den Notfallweg nehmen, ansonsten habe ich nur Chance. So, die ist verreckt. Jetzt den langen Weg nehmen. Obwohl, den langen Weg nach außen sollte ich mir vielleicht sparen. Aus dem Grund, den Fluchtwege mache ich mir sonst auch zu damit. Aber ich nutze es jetzt trotzdem mal, wenn ich jetzt wieder hochkomme und die Schlange damit in den Tod springen müsste. Scheißdreck hat die gemacht. Die ist nicht in den Tod gesprungen, die lacht uns aus. Nein, ich wollte doch... Ich habe gedacht, der rote Ball springt nach unten, aber so hätte ich ja gar keine Chance gehabt. Ja, ich bin definitiv falsch entschieden. Aber egal, Level 2. Und das bei einem einzigen Tod. Das heißt, wir haben noch zwei Leben und können jetzt Level 2 wunderschön angehen. Babub, 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 babub. Wir werden gejagt, wir werden gejagt. Ja, noch nicht so richtig intensiv. Noch hat die Schlange keinen eigenen Willen, ist noch nicht aus ihrer Schlangenhöhle gekommen, so wie jetzt. Das heißt, wir verpissen uns. Wuhu! Ja, man muss, ich habe mich schon gefragt, ich dachte, das wäre nur Design, die Scheiben an der Seite. Dabei ist das eiskalt Gameplay. Oh nee, das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Das habe ich jetzt selber verschuldet. So wie ziemlich alles. Schnell. Okay, Level 3, wir haben wieder nur das letzte Leben, aber wir werden besser, ihr merkt es schon, wir kommen jetzt konsequent durch. Letztes Level. Also, ich werde auch hier wieder verrecken aufgrund von Geistererscheinungen. Endlich.
Ah, warum gehe ich auch da hoch? Ich hätte es doch gar nicht gebraucht. Ich kann das doch mit einer Plattform regeln. Ich will nochmal. Ohne Mist, ich will nochmal. Auch wieder Player ein Player Game. Bitte, bitte, bitte. Ich habe gedacht, ich muss das Spiel nach ein paar Sekunden vernichten, aber es ist ja geil. Es macht ja auch Fun. Okay, Q-Bird, mach uns stolz. Okay, okay. Diesmal gehen wir hier runter. Oh, Schlange, 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 Schlange. Man versucht sich hier immer Taktiken einfallen zu lassen, aber so richtig komme ich nicht dazu, clevere Taktiken zu wählen. Das ist so arschig knapp und weg sind wir. Okay, alles umgebracht. Sehr gut, sehr gut. Q-Bird, zeig, was du drauf hast. Hüpfe wie ein Sieger. Spring wie ein Sieger. Zeig uns, was du kannst. Okay, dass die Schlange jetzt da kommt, ist mega arschig. Aber auch die kann man verarschen. Okay, wir müssen noch eine Runde drehen. Okay, wir nehmen die Scheibe als letzten Ausweg. Einfach aus dem Grund, wenn wir es können. Okay, okay. Ey, ohne ein Leben zu verlieren, das erste Level gemeistert, das ist grandios. Ich fühle mich richtig gut. Okay, zweite Runde. Wir wissen, was wir zu tun haben. Okay, so geht's eigentlich ganz gut. Das war jetzt nicht übel. Ich hoffe, die Schlange verreckt dabei. Ne, die ist nicht beeindruckt gewesen. Not amused von unserem Talent. Oh Gott, ich habe mich selber verarscht. Ich habe gedacht, die Plattform wäre eins tiefer. Das war ein kurzer Moment, hat so gewirkt. Ach, bitter, 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 bitter. Bitter, weiß ich auch nicht. Jetzt verpiss dich! Verpisst euch alle mal! Ihr dumm Arschlöcher! Okay. Nein, das ist so mies. Es ist einfach mies. Man geht da so in die Klemme rein. Okay, okay, okay. Level 3. Ey, das ist ein richtiges Spiel für den Versus. Da kann man richtig sich mit einem Kumpel herausfordern und betteln. Ich habe ein Gefühl dafür. Glaub mir, solche Spiele sind perfekt für sowas. Ihr lasst mich alle einfach mal in Ruhe. Wie wär's damit? Okay. Och, Kacke! Aber ich kann verstehen, dass es suchtet. Ohne Mist. Okay, wir probieren noch einen letzten Durchlauf. Dann hören wir mit diesen Retro-Häppchen auf. Dann war es häppchenmäßig genug. Und ich bin trotzdem heiß drauf. Ich kann verstehen, dass Q-Bird eine kleine Legende ist. Und vielleicht mache ich sogar mal einen Star-Test drüber. Jetzt habe ich genug Aufnahmematerial noch gesammelt. Bin zwar nicht besonders weit gekommen. Warum mache ich immer denselben Fehler? Ich brauche diesen Block nicht anschlagen. Es ist völlig unnötig. Okay, jetzt hier lang. Ja, das ist immer so ein kleiner Ausweg, den man nutzen kann, aber ich mache das sehr gerne, den Ausweg nutzen. Und dann hier effektiver. So. Ausweg nutzen. Die letzte Pyramide machen wir dann mit der nächsten Runde. Okay. Die Schlange lebt noch immer. Das ist ziemlich, ziemlich bitter, muss ich zugeben. Aber kein Problem für Super Q-Bird. Der es hier auf professionelle Art und Weise einfach rocken wird. Bäm! Spinne. Schlange war ich natürlich. Ich wollte das böse F-Wort wieder sagen. Okay. Ach Gott. Ich höre diesen Bläpp, Bläpp. Jedes Mal Tourette, Tourette. Und ich weiß beim besten Willen nicht warum. Okay. Nein! Die hab ich verarscht! Ich hab gedacht, die springt in die andere Richtung. Okay, okay. Nicht das Problem. Wir holen jetzt erstmal das in aller Ruhe, das Zeug hier. Und jetzt gehen wir da lang. Und die Schlange macht hoffentlich einen Büpser nach unten. Nein, die macht keinen Büpser nach unten. Oh Gott, die wird mich doch sowas von rankriegen. Nein! Nein! Ja! Wir gehen mit 2 Leben in Level 3. Das kriegen wir noch hin, das schaffen wir locker. Denn bei Level 3 können wir die Spitze relativ schnell klären, finde ich. Da ist unten eher das größere Problem. Ich nehme jetzt schon den Ausweg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mega Schiss gerade. Nein, ich habe gewusst, dass Vieh erwischt mich. Ich dachte, ich wäre schneller gewesen. Oh Gott, das ist bei den Klötzen echt schwer zu sehen, was man hat und was nicht. Nein! Wieso fange ich denn da unten an? Wieso fange ich da unten... Okay, noch einmal. Ich habe gedacht, ich fange wieder oben von der Spitze an. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja, wenn man die Plattform nimmt. Ah!
Spiel! Du mobbst mich! Ja, okay, nochmal. Das ist so dumm. Das ist so unglaublich dumm von mir gewesen. Ich weiß doch ganz genau, dass ich das nicht tun muss. Dass die Spitze am Anfang völlig egal ist und ich falle jedes Mal drauf rein und sehe die Notwendigkeit, da einzugreifen. Nein. Okay. Ich muss es tun. Oh, sehr gut. Es ist definitiv verschwendetes Leben gewesen. Ihr habt es gesehen, es war totale Verschwendung. Ah. Puh, schade. Okay. Darf ich jetzt kein Leben verlieren hier? Bei Level 2 geht es eigentlich auch noch mit der Spitze. Geht überhaupt nicht. Ich falle jetzt mal auf die Details. Level 2 ist genauso beschissen mit der Spitze und ich falle jedes Mal darauf ein, weil ich immer versuche, irgendwas komplett zu machen. Das ist aber schon mal meine Schwäche bei Videospielen gewesen. Zwanghafte Videospielordnung. Ja, es war nicht schlecht. Wenigstens mal klappen tut was. Endlich geht mal nichts schief. Außer, dass ich vielleicht die... Ja, egal. Das war ein Scheißversuch. Ich mache aber noch einen. Das war wirklich der Kackversuch. Da hat man schon gesehen, da hat er keine Ahnung gehabt. Da hat er versagt, da hat er abgekackt. Los, nochmal! Gib's mir. Okay, diesmal machen wir nicht den gleichen selben Fehler wie jedes Mal. Wir machen eine schöne andere Reihenfolge. Ich habe eine richtig gute Idee. Weil das Spiel zeigt ja uns scheinbar an, dass die Gegner nicht random kommen, sondern immer auf der Plattform landen unserer Vorausschaubarkeit und dann anfangen, auf die Jagd zu gehen. Jedenfalls die blöde Schlange. Eigentlich müssen wir hier länger warten, bis die Schlange sich selber umbringt. Okay, oder sie bringt sich einfach so selber um. Auch nicht schlecht. Okay. Komm zu mir, Schlange. Komm, spring hinterher. Ja, bring dich doch um. Haha. Bitte, bitte bring dich einfach um. So, geschafft. Okay. Geknackt. Level 1 kennen wir jetzt schon fast, sag ich mal, auswendig. Und wir haben auch einen guten Bonus gekriegt. Vielleicht auch ein bisschen Zeitbonus, ich weiß es nicht. Und auch hier werden wir diesmal nicht drauf reinfallen, dass dieser lila Kackball immer an derselben Stelle runtergeht. Aber er hört auch rechtzeitig auf. Ah, ich hätte gedacht, das schaffe ich noch. Da muss ich zugeben, da war ich ein bisschen gierig. Okay, diesmal fallen wir an derselben Stelle, wo wir aufgehört haben. Also wo wir... Immer mein großer Fehler. Ich denke, man fängt immer an einer anderen Stelle an. Ist aber nicht so. Okay, jetzt wird's kompliziert. Ich kann aber die Schlange noch in eine Falle lochen. Komm und hüpfe. Hehe, verarscht. Okay, jetzt raff ich das Spiel immer mehr. Es hat doch so seine tiefen Gameplay-Elemente, die man erstmal erkennen muss. Okay, noch ein Level übrig. So, jetzt können wir erstmal die Spitze machen, oder? Da kam noch nicht gleich was. Vielleicht das oberste nicht, das machen wir sowieso dann. Okay, die Krakenmonster haben auch ein gewisses Muster, was mich jetzt dazu zwingt, nach oben zu gehen, fürchte ich leider. Okay, es war mega knapp. War mega doof. Hab mega Glück gehabt. Das war mega doof. Das war auch mega doof. Okay, wir fangen an der selben Stelle an. Das heißt, ich kann drei Blöcke auf einmal clearen jetzt. Okay. Okay, clear. Den letzten Block machen wir auch noch. Okay, jetzt kommt auch noch grüne, fiese Kugel. Nein, das ist so unfair. Es ist so unfair. Ach, Kacke, wir hätten es doch fast geschafft. Einfach so machen wir noch. Mann, das Spiel suchtet aber extrem. Dafür, dass ich das Retro-Häppchen sein sollte, was ein paar Minuten kosten sollte, weil ich keinen Bock drauf hatte. Also am Anfang, wo ich gemerkt habe, das Spiel ist gar nicht so gut. Es ist doch mega Suchtpotenzial da. Es ist ja unfucking fassbar. Wenn man das Spiel erstmal ein bisschen tiefer gerafft hat, was da eigentlich geht. So, jetzt holen wir erstmal die Schlange, verarschen wir erstmal. So, jetzt hüpfen wir hinterher. Ja, Idiot. Gut. So, ich will nochmal die Schlange verarschen, einfach aus dem Grund. Dann können wir nämlich in aller Ruhe dann die Mitte clearen. so finster. So, jetzt müssen wir uns beeilen, dass die Schlange... Oh, es war so knapp, aber wir haben es geschafft. Okay, Level 2. Welcome back to Level 2 again. Again, again and again.
Aber selbe Taktik. Hier ändert sich ja nicht viel. Die Schlange macht immer denselben Scheiß. Das heißt, wir haben immer dieselbe Taktik. Und können hier ordentlich rein smashen. Okay. Diesmal kommt der Ball aus der anderen Richtung. Das heißt, wir machen das Gleiche. Okay, das war ein bisschen unfair, meine ich. Das war ein unfairer Unfall. Ich hätte nicht gedacht, dass das... dass der rote Ball in die Richtung geht. Haben wir jetzt nochmal Level 3, ne? Das letzte Mal Level 3, selbst wenn ich jetzt verkacke, ich mach da nicht mehr weiter. Aber ich muss sagen, das Spiel motiviert doch ungemein sehr doll und stark mit seinen super seltsamen Gameplay-Elementen. Okay. Wir werden von der Schlange verfolgt. Folge mir. Gut. Okay. Ich will erstmal das da fertig machen. Okay, okay. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Nimm das Level 3! Bäm! Oh Gott sei Dank, wir haben Level 3 geknackt. Auf zu Level 4. Natürlich ja ganz oben eine Plattform. Ihr verarscht mich doch, oder? Warum denn ganz oben? Das macht doch sowas von gar keinen Sinn mehr. Ah, es war Spider-Man-mäßig ausgewichen. Jetzt kommt die Schlange. Keiner mag dich, Snake. Geh kacken oder sowas. Geh einfach weg. Komm her, folge mir. Sei mein Follower. Und stirb. Warum macht man denn da oben die Plattform hin? Das ist mega nutzlos und für den Spieler sehr deprimierend unfair. Okay. 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 Level 4 kann sich auch gehackt legen, weil wir... Nein! Was? Ich war völlig schockiert. Was ist denn das jetzt gewesen? Warum hat der jetzt... Warum... Neutralisiert er unsere Felder? Ich habe gerade mein Leben verloren, weil ich so völlig fertig war. Aber wahrscheinlich auch besser. Ich habe ihn neutralisiert, bevor er alles wieder umgewandelt hat. Level 2. Wir waren doch gerade in Level 2. War nicht schon Level 3? Nein! Wir müssen Meeres umfärben. Und es gibt mehr Gegner und andere. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ja megast heftig. Okay. Nein, nein, nein. Follow me. Okay, okay. Aber es war ja klar, dass sowas irgendwann mal kommt. Ich hätte gedacht, das Level-Design ändert sich vielleicht mal. Aber dem ist nicht so. Es ist, bleibt dabei. Bloß, hörst du auf mit der Scheiße? Du Affenkaiser. Okay, er ist wenigstens gestorben, so wie sich das gehört, für einen beschissenen Gegner. Und da oben kommt die nächste Schlange. Nein, nein, nein. Okay, wir haben noch ein Leben. Das heißt, wir können das jetzt schaffen. Wir können das schaffen. Okay, okay, okay. Aber wie? Wie? Wir müssen die Schlange erstmal in den Tod locken. Okay. Okay, wir haben alles in den Tod gelockt. Auch diesen komischen Umfärber, der meine ganze Arbeit zunichte macht. Okay. Hörst du aufhören mit damit, Mistvieh? Okay, hoch, runter. Bäm! Oh, ist das stressig. Okay, das sieht schön aus. Wir sollen es wieder gelb färben, das sag ich doch. Geh woanders hin. Ich gehe eine schöne Runde. Ich gehe mit meiner Latte. Würdet ihr bitte aufhören, alles umzufärben? Dieser Kackarsch. Also momentan hüpfe ich hier echt nur noch auf Gefühl. Und nicht mehr nach Taktik. Ihr merkt es vielleicht auch, dass ich mittlerweile völlig verwirrt bin. Und wir müssen weg. Weil da kommt ein bisschen zu viel Gegnereinsatz. Ja, ich trick's lieber die Schlange nochmal aus. Okay. Ausgetrickst, dann können wir auch die anderen Felder auch gleich noch mitfärben. Ah. Haust du ab? Okay. Oh, das war ja zu viel, Leute. Okay, das war's mit Cupbird. Ein Retro-Häppchen. Ich fand's geil, muss ich sagen. Gutes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das noch so suchtig entwickelt. Mag ich auf jeden Fall. Werd vielleicht irgendwann mal einen Nachfolger davon spielen. Aber jetzt sag ich erstmal, Leute, danke fürs Reinschauen. Bis die Tage und ciao.